In Lerz werden künftig auf 30 Hektar genug Strom erzeugt, um rund 10.000 Haushalte mit grüner Energie zu versorgen. Möglich macht dies eine neu in Betrieb genommene Solaranlage, die mitten im Airpark Müritz installiert wurde. Mit einer Kapazität von 32 Megawatt Peak können so jährlich über 18.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Also es ist so, dass der Flugplatz weiterhin als ziviler Sportflugplatz genutzt wird. Allerdings ist die Landebahn oder das Areal sehr, sehr groß. Wir haben ungefähr 1 Kilometer, die wir mit Solarpanelen belegt haben, rechts und links der Landebahn. Die restlichen 1,3 Kilometer werden aber weiterhin genutzt. Das heißt, zwischen den Modulen landet kein Flugzeug, aber dahinter. Aufgrund ehemaliger Bombardierungen und des inhomogenen Untergrunds mussten die Unterkonstruktionen der Module 2,5 Meter tief verankert werden. Zudem wurden spezielle Anforderungen des Luftfahrtbundesamtes berücksichtigt, wie zum Beispiel der Blendeffekt der Module. Wir haben sehr intensiv mit dem Umweltamt zusammengearbeitet. Wir haben zum Beispiel zwischen den Modultischen 5 Meter Abstand, aufgrund dessen, dass wir hier unter anderem sehr viele Feldlerchen haben, die weiterhin den Platz zum Brüten haben sollen. Beispielhaft für andere Anlagen könnte diese Anlage genutzt werden, um eben zu zeigen, wie Natur und Solaranlagen zusammenpassen können. Ein besonderes Merkmal ist das 7 Megawattstunden Batteriespeichersystem, das auch bei geringerer Sonneneinstrahlung oder nachts Strom liefert. Das Schöne finde ich, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Goldbeck Solar, ist, dass man immer auf alle Kolleginnen und Kollegen von Goldbeck Solar zugehen kann. Da ist ein sehr guter Austausch und auf einer sehr kollegialen Ebene. Und ich finde einfach, die Zusammenarbeit mit Goldbeck Solar ist also für mich so gut, wie ich sie mir vorstellen kann.